Willkommen hier zu unserer FNs 23 mit Teamkarriere mit Audi, Leute. Wir sind in Season 6 und ich freue mich extrem, denn es ist Katar und wir wissen, was das bedeutet. Es ist einer unserer letzten Sprints der Season. Ich freue mich extrem. Es wird auch bald Formel 1 24 rauskommen. Da gab es auch schon einiges dazu. 5,3 Kilometer, 16 Kurven, lediglich eine DRS-Zone ist hier der LaSalle International Circuit. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst doch gerne Daumen nach oben da. Falls euch meine Videos gefallen, würde ich mich auch gern über ein Follow auf Instagram und auf TikTok freuen. Links wie immer alle unten in der Bio. Es geht aus der letzten Kurve raus, Gott sei Dank wird die noch nicht gewertet. Und wir gehen hier mit einem Tow rein. Ich weiß natürlich, dass das kritisch sein kann, in so eine Runde mit so einem kleinen Abstand reinzugehen. Ich hoffe aber auch, dass Puschier genau hier Platz macht. Auch alle anderen sollten eigentlich schon mit ihren Runden fertig sein, was bedeutet, ich habe hier theoretisch die beste Strecke. So, der erste Sektor bis jetzt gut gemeistert mit einer Zehntel im Delta, finde ich, das ist eigentlich auch gut gelungen, ein bisschen zu weit neben die Strecke hier gekommen. Zack und zack, das ist echt eine geile Kombination hier. Auch ein bisschen Zeit konnte ich finden, Purple im ersten Sektor, was macht Pierre Gasly hier? Er geht außen zu weit, dass er dann innen fährt und jetzt uns hier einen Platz macht, auch ganz brav hier. Ja, es war bis jetzt noch nicht so gut, also alles nach dem ersten Sektor war jetzt eher so semi-gut. Es geht jetzt in diese Sektion rein, wo du wirklich viel, viel Grip brauchst und ich hoffe natürlich, dass wir das noch auf den Reifen drauf haben. Das war gut, 2,5 Zehntel und ich hoffe auch, dass das Lila im zweiten Sektor werden wird. Hier die erste Rechtskurve, die zweite Lenkung leicht aufmachen, Purple im Mittelsektor, Lenkung ein bisschen mehr aufmachen. War eher semi-gut, was ich hier gezeigt habe. Aus der Kurve raus, sehr, sehr gut. Nur noch eine Zehntel, dennoch ein bisschen Zeit verloren auf meine alte Zeit. Aus der Kurve raus, gut gekommen, aber verloren. Warum verliere ich hier Zeit? Ja, wird das noch eine Verbesserung? Ja, es wird ein knappe 80.000stel. Wird aber leider nicht für die Pole reichen. Gucken wir uns die Startaufstellung an. Im klassischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. Lando Norris startet von der Pole Position und der Wissenschaftler macht die erste Reihe komplett. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Gasly, Verstappen, Hauger, Theo Pourchaire, Tsunoda, Sainz, Ocon, Russell, Leclerc, Oscar Piastri, Liam Lawson, Drugovic, Stroll, Daruvala, Joe, Doohan, De Vries, Albon, Sargent und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun. Es hat nicht für die Pole gereicht. Das war der zweite Platz, den wir auch ohne die Verbesserung gehabt hätten. Lights out und let's go. Ich komme hier sehr gut weg. Der Mercedes steht, aber der Gasly zieht hier auf einmal vorbei. Halleluja. Ja, der Mercedes, machen wir hier mal die Tür zu, aber ich hoffe natürlich, dass innen da jetzt nicht viel kommt. Aus der ersten Kurve raus gehen wir leider als Zweiter. Das habe ich natürlich anders erwartet. Und ich weiß auch, gerade hier in Katar ist es verdammt wichtig, weil eben, das ist so eine ganz, ganz komische Sache. Du kannst im Qualifying stark sein, aber ich habe in FNs 23 gemerkt, wenn du dann auf irgendwie Startziel stehst, bist du irgendwie, oder auf Startziel probierst zu überholen oder so, schaffst du das irgendwie nicht. Das verstehe ich irgendwie gar nicht. Also da hat es wirklich, oder auch der DRS-Effekt ist von der Konkurrenz so massiv. Also wirklich, das habe ich in jeder Season bis jetzt, wo ich hier war, erlebt, dass wir gerade im Rennen und gerade auch im letzten Sektor so viele Probleme haben, was das DRS und so weiter betrifft. Jetzt aber mal hier back in the game. Ja, Pierre Gasly ganz, ganz stark hier. Wir können ihn zwar aktuell noch gut folgen, aber ich weiß natürlich auch, dass 7 Runden eine sehr lange Distanz sind mit einem roten Reifen auf einer Strecke wie Katar, die meiner Meinung nach den härtesten Reifenabrieb von allen Strecken haben. Also da müsste mir, glaube ich, zustimmen, wenn ich sage, in Katar ist das wirklich ganz, ganz schwierig mit den Reifen. Ich weiß nicht, ob Yuki da vielleicht sogar die beste Strategie gewählt hat mit dem mit dem gelben Reifen. Ja, müssen wir uns dann noch einmal angucken. Apropos angucken, hier noch einmal die Start-Replay. Mein Start war okay, aber der McLaren ist so gut gestartet. Ich glaube, das sollte man mal angucken, ob das nicht ein Jumpstart war. Also ja, der zieht dann auch direkt das so weit von uns weg. Also das war wirklich, entweder war das wirklich der Perfect Start, aber wenn man bedenkt, dass der nur aus der zweiten Startreihe gestartet ist, dann muss ich sagen, das war dann ja fast schon der überirdische Start, ähnlich wie bei Bottas damals in Österreich,
wo man ja auch gesehen hat, eigentlich war es Frühstart, aber ja, es war halt dann genau so, dass es genau noch gepasst hat, eben auch mit diesen Sensoren wurden nicht ausgelöst und so. Ja, aber jetzt mal hier zurück. Dritte Runde, es gibt DRS und ja, wie soll es auch anders sein? Lando Norris klebt uns direkt an unserem Heck, also 13. Ich bin froh, dass ich da noch DRS zum Vordermann habe, denn es ist wirklich enorm. Guckt euch die Pace an, obwohl wir beide DRS hatten, hat der mir einfach wieder eine Zehntel abgenommen. Es ist hier ganz schwierig zu sagen, ob wir da überhaupt auf dem Podium landen, weil ich glaube auch Yuki wird am Ende des Rennens richtig Reifen noch überhaben und der wird dann am Ende des Rennens eher pushen. Ich glaube, wir werden da tatsächlich heute von den Mercedes ein bisschen hops genommen, müssen wir uns aber auf jeden Fall noch angucken. Vielleicht, ja, lässt doch ihre Pace nach mit dem Reifenabrieb oder so. Ich kann es euch nicht sagen, es ist aktuell mal so, dass Gasly eine sehr, sehr stronge Pace hier fährt. Also ich kann ihn zwar folgen, aber über weite Teile ist er wirklich verdammt schnell und auch mehr als 4 Zehntel oder auf näher als 4 Zehntel komme ich da auch nicht dran. Der ist wirklich sehr, sehr schnell. Jetzt aber mal in den 5 Zehntel geblieben. Da bekomme ich mehr Windschatten und DRS als vorhin. Und da kann ich mich auch mit diesen 2, 3 Zehntel zu Norris kann ich mich halten. Aber es wird schwieriger auf jeden Fall. Ein Fehler und du weißt halt, du fliegst aus dem DRS-Fenster raus und an der nächsten Geraden hatte ich dann auch der Hintermann, weil es halt wirklich eine Strecke ist, wo es tatsächlich drauf ankommt, meiner Meinung nach, dass du hier wirklich einen hast, der dir Tow gibt. Und das war genau dieser eine Fehler, von dem ich geredet habe. Jetzt folgt dann halt auch der zweite, weil die Reifen schon ein bisschen dreckiger sind. Und schon fliegst du beinahe aus dem DRS-Fenster raus. Das ist wirklich heimtückisch hier auf dieser Strecke. Weil es sind halt wirklich so viele Kurven. Und wenn du dann einmal aus diesem Trim draußen bist, aus diesem Rhythmus draußen bist, dann wird es ziemlich schwierig, da wieder reinzukommen. Aber hier scheint es mir jetzt gelungen zu sein. Wir sind jetzt wieder 7 Zehntel an Gasly, 8 Zehntel an Gasly dran. Ich hoffe natürlich, dass er uns jetzt nicht abschüttelt. Wir gucken uns noch einmal die Replay an. Das war Runde Nummer 2. Und ja, es ist halt wirklich eine coole Strecke. Es ist wirklich sehr, sehr genial. Aber ja, das hätte nicht, also das ist wirklich ganz schwierig. Ich bin ganz knapp noch im DRS-Fenster drinnen. Wird es reichen, um Lando Norris hinten zu halten? Eigentlich müsste ich sagen ja, aber wenn ich mir den Zeitenabstand angucke, das reicht noch, das reicht noch, das reicht noch. Also müssen wir das nur noch eine Runde verteidigen. Schaffe ich das? Das ist eine andere Frage. Denn es ist natürlich Grundvoraussetzung, dass wir hier im DRS-Fenster zu Pierre Gasly bleiben. Und ja, das schaut auch gut aus. Wir sind jetzt mit 6 Zehntel da drinnen. Also ja, jetzt sind es wieder 7, aber ja, mittlerweile sind es wieder fast eine Sekunde und das könnte jetzt unser tatsächlich, ja, leicht geklappt, nein, es war wegen 34.000stel, dass wir hier nicht ins DRS-Fenster gekommen sind und jetzt werden wir da, komm schon, Mann. Es ist wirklich so verhext, Leute. Mann, in der letzten Scheißrunde überholt der uns, nur weil wir wegen 34.000stel nicht im DRS-Fenster waren. Ich bin mir fast sicher, mit dem DRS hätten wir das Ganze geschafft, aber so, ja, das ist tatsächlich jetzt richtig, richtig beschissen. Und es könnte noch viel schlimmer kommen, denn hinter uns kommt, ja, nehmen die Strecke ein bisschen, hinter uns kommt jetzt auch Yuki Tsunoda mit Riesenschritten, wenn ich es nicht schaffe, im DRS-Fenster zu bleiben, und da bin ich mir fast sicher, dass das knapp werden könnte, schafft es dann auch noch Yuki hier uns irgendwie, ja, den Tag zu vermiesen. Bitte, Mann, come on, hier noch einmal durch. Nein, das wird reichen, oder? Achso, wir sind noch nicht am Ende der Runde. Mann, beten, Leute, wir müssen jetzt beten, ob sich das ausgeht. Gucken wir uns noch einmal hier ein und es reicht. Ja, wir sind noch während der letzten Runde, 8 Zehntel. Und auch hier in der letzten Kurve verlieren wir ein bisschen Zeit. Nein, es sind immer noch 8 Zehntel. Nein, es sollte also reichen, dass wir hier den Windschatten bekommen. Dass die DRS bekommen. Das Ding ist halt auch, Yuki ist mit einer halben Sekunde hinter uns. Jetzt auch nicht allzu weit weg. Und wird das reichen? Wir dürfen... Ja, das reicht. Das reicht. Vorhin hätte es so schön sein können. Der zweite Platz wäre unser gewesen. Aber hätte nicht sein sollen. Ja, gucken wir uns die Starterstellung an. Spoiler, wir starten nicht aus der ersten Starterreihe.
bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Dank einer fantastischen Fahrt im gestrigen Qualifying startet Pierre Gasly von der Pole. Und Lando Norris steht daneben. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Der Wissenschaftler, Tsunoda, Hauge, Theo Pourchaire, Ocon, Russell, Leclerc, Sainz, Oscar Piastri, Stroll, Drugovic, Daruvala, Verstappen, Liam Lawson, Joe, De Vries, Doohan, Sargent, Albon und Kevin Magnussen belegt den letzten Platz der Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun. P3 ist es also geworden. Ja, kann man eigentlich auch machen. Und jetzt noch einmal Lights out und let's go. Hier in Losail. Wir kommen grottenschlecht weg. Aber sowas wie man. Grottenschlecht. Pierre Gasly hat es gemacht wie vorhin. Und Yuki, das Normalste der Welt, der zieht mit dem weißen Reifen an uns vorbei. Und da kommt ihnen die Berührung mit Dennis Hauger. Wir können hier vorne bleiben. Wir müssen uns die Replay noch einmal angucken. Denn es war echt sehr interessant, wie hier Yuki da tatsächlich einen tollen... Ja, mein Start war einfach nur grottig. Ich kam nicht vom Platz weg und dann hat es auch noch an... Ja, am Pace an sich gefehlt. Also, das war wirklich einfach nur ein mieser Start. Also, da wäre kaum was besser gegangen. Da muss ich mich dann auch hinter Hogger einordnen und das ist dann noch viel, viel schlimmer. Ja, hier zieht also Hogger vorbei. Ich bekomme die Kollision. Natürlich bekomme ich die Kollision. Ich war ja auch vorne. Ja, und Yuki mit dem weißen Reifen auf den dritten Platz. Ich glaube, der Mann wird heute eine Überraschung werden. Sollte er natürlich jetzt nicht auf den gelben Reifen wechseln. Aber ich denke schon, dass er auf den gelben gehen wird. Also der geht auf jeden Fall auf Safety. Aber ist auch mit vorne mit gut dabei. Kann ich Hauger hier angreifen? Es wird schwer werden. Fünfter Platz, mit dem habe ich absolut nicht gerechnet, als ich da wirklich ja so ein tolles Qualifying eigentlich gefahren habe. Und knapp an der Pole dran war, dass wir jetzt hier nur auf dem fünften Platz herumgurken. Ich glaube, so geht es auch Perez manchmal. Es ist schwierig. Komme ich an Hauger vorbei? Japan könnt ihr euch gerne oben rechts angucken. Es war eine Last-Two-Challenge. Also wir mussten von ganz hinten starten. Ob es fürs Podium oder vielleicht sogar für den Sieg gereicht hat, könnt ihr euch gerne oben rechts angucken. In der Playlist der gesamten Karriere ist es verlinkt. Da vorne ist der Zweierkampf zwischen Hauger und Tsunoda. Und ich glaube, wir könnten da der lachende Dritte sein, denn aus der letzten Kurve raus kann ich mit viel mehr Schwung hier arbeiten, muss aber dennoch aufpassen, ja, geht sich das aus? Das geht sich aus. Wir gehen hier Meter, Zentimeter für Zentimeter an Dennis Hauger vorbei und jo, da zieht er aber früh ein und bleiben oder gehen jetzt hier mal auf den vierten Platz. Ich glaube auch Yuki sollte jetzt gerade in der Anfangsphase reifenunterschiedmäßig kein großes Problem für uns werden. Und ja, Hauger will hier zurück, da kann ich aber außen kontern und wir bleiben dran. Kostet natürlich alles Zeit und wir müssen uns hier auf Yuki eigentlich konzentrieren, weil vorne gibt es auch einen Fight, einen intensen Fight zwischen Pierre Gasly, der mittlerweile schon von Lando Norris überholt wurde und wir da tatsächlich jetzt dran arbeiten könnten. Da schneiden wir den Körper ein bisschen schwierig hier. Ja, die Mercedes haben eine sehr solide Grundpace, das ist mir auch schon im letzten Rennen aufgefallen. Und vor allem auch gerade vorhin im Sprint, also die sind sauschnell aus den Kurven raus und auch mit dem weißen Reifen ist der da tatsächlich eine Macht. Ich kann da kommen, ja, und das kostet so viel Zeit, wir sind schon fast 2 Sekunden hinter Gasly und der jetzt auch schon abgesperrt worden ist von Norris, der zieht da vorne einsam und allein da vorne. Also ich muss da wirklich den Turbo zünden, um noch eine Chance zu haben. Jetzt aber mal auf Startziel, guter Exit aus der letzten Kurve und wir können dann mal Yuki angreifen und das reicht auch hier im Windschatten, ähnlich wie gegen Hauger vorhin, gehen wir jetzt hier vorbei, schnellste Rennrunde für Norris, ist aber auch klar, der fährt auch ganz vorne und in Turn 1, ja, der hält da dagegen, aber diesmal reicht das und ich glaube auch, dass das ein bisschen fairer war wie gegen Hauger, auch wenn ich bei Hauger nicht verstehen konnte, warum der so lange neben uns dran bleibt, ja, egal, dritte Runde mittlerweile. Und ja, wir sind doch wieder auf dem dritten Platz. Das wäre oder war eigentlich unser Startplatz.
Fünfte Runde, wir sind immer noch hinter Pierre Gasly, können aber die Pace mitgehen. Wir holen zwar nicht stark auf, das Gute ist, aber wir können da tatsächlich die Pace mitgehen. Mich macht ein bisschen nervös, dass der Russell und vor allem auch Jorge jetzt hinter mir sehr nah und sehr gut mit uns mithalten können. Der Zauber hat auch schon ein bisschen nachgelassen. Ähnlich wie vorhin, ab der sechste Runde, sind unsere Reifen gefühlt tot und wir können da kaum mehr mitgehen mit der Konkurrenz. Also das ist wirklich traurig, dass wir hier tatsächlich zum Haas werden. Der Reifenverschleiß ist enorm und ich muss mich da tatsächlich zusammenreißen, nicht gleich auszuzucken, weil jetzt auch wieder Gasly davonzieht. Das könnte jetzt ein völliges Desaster werden, denn Russell ist nur noch 3/10 hinter uns. Auch Dennis Hauger könnte jetzt den Angriff wagen und ich muss da mindestens noch das Doppelte an dieser Distanz aushalten. Na, sagen wir jetzt mal bis Runde 10 aushalten, um mit dieser Strategie ja Frucht tragen zu können. Ich wusste, dass es eine heikle Strategie wird, aber ich weiß auch, dass ich das bestimmt nicht halten kann. Russell wird vorbeiziehen, zumindest vorerst, und das kann ich da kaum aufhalten. Es sind 3/10, aber jetzt macht er da das DRS auf und zieht da an uns vorbei. Ja, das war knapp. Ich dachte, der kreuzt da noch einmal, aber ja, an sich kann ich da jetzt auch nichts ändern. Russell geht an uns vorbei und ich muss mich da hinten anstellen. Das ist wirklich ganz, ganz blöd, dieser Reifenverschleiß. Vielleicht können wir uns dranhängen, dann zieht der uns mal ein paar Kurven mit oder auch ein paar Runden mit. Das kann gut sein. Ich glaube auch, dass die Reifen generell von den roten, die mit den roten Reifen gestartet sind, jetzt generell eher mehr eingehen. Ende 7. Runde. Ich bin nah dran geblieben. Vielleicht reicht es jetzt, um den Gegenkonter gegen Russell zu wagen. Ocon hinter mir ist jetzt auch nicht im DRS-Fenster. Wir dürfen auch DRS öffnen und es reicht tatsächlich. Wir kommen hier wieder an Russell dran. Er macht das ähnlich wie ich. Deckt innen ab und wir bleiben hier vorne. Wir bleiben hier vorne. 8. Runde und es ist, als ob wir nie weg gewesen wären. Es sind nämlich immer noch um die 2 Sekunden. Und puh, da komme ich neben die Strecke. Gott sei Dank, da keine Verwarnung, hat auch ein bisschen Zeit gekostet. Aber ja, das Pit-Window ist jetzt schon open. Was bedeutet, wir müssen uns jetzt mal kurz überlegen, schaffe ich, ja, die Reifen sind sowas wie von durch, schaffe ich 11 oder sogar 12 Runden mit dem gelben Reifen oder muss ich da tatsächlich wieder abwarten? 9. Runde ist drin und ich entscheide mich da tatsächlich für die Box. Ähnlich wie der Gasly und der Norris gehen wir jetzt in die Box rein. Russell fährt noch eine Runde weiter. Ich bin mir nahezu sicher, dass das ein Riesenfehler ist, noch eine Runde mit dem roten Reifen draußen zu bleiben. Aber ja, Gasly weiß es anscheinend besser, kann da anscheinend die ganze Situation besser einschätzen. Und wir bleiben hier jetzt mal hinter Norris, bleiben auf den, ja, Lila, come on Jungs, verscheiß das bitte nicht. War top, 2,2 Sekunden, musste jetzt auch nicht stehen. Ja, Gasly und Norris locker vor uns rausgekommen. Die waren auch vor uns, muss man sagen. Natürlich könnte man streiten, vielleicht 8. Runde schon reinkommen, irgendwie Undercut oder so. Aber das bringt halt nicht viel auf einer Strecke, wo du genau weißt, dass ich sowieso am Ende ja wieder Reifenprobleme bekommen werde. Und ja, bevor ich mir das antue mit den Reifenproblemen, riskiere ich lieber da Grid Position mäßig was zu verlieren. Und wie hat Yuki diese Zeit aufgeholt? Der war vorm Boxenstopp irgendwie nicht mal auf den vierten, nein, nicht, der war mindestens drei Plätze hinter mir. Und jetzt auf einmal hat er uns da fast undercutet. So ist es richtig. Da haben wir das Manöver. Jojojo, das war was sehr dumm von mir. Also ich wollte hier einmal kurz rüberzupfen und dann wieder nach links. Aber ja, das war wirklich ganz, ganz blöd. Das war dann schon ein bisschen fairer von Russell. Der hat da wirklich Platz gelassen. Ja, was soll ich euch sagen? Es ist in der Hitze des Gefechts. Man muss hier sagen, die Strecke generell. Ganz, 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 ganz schwierige Sache. Purple. Das reicht jetzt mal für die schnellste Rennrunde. Und seht ihr den Jungen da vor mir? Es ist Pierre Gasly, Spoiler. Der hat es tatsächlich geschafft, diesen 2,5-Sekunden-Polster komplett zu verlieren. Hat aber natürlich jetzt auch der Verkehr damit zu tun. Und ich schaffe es hier. Ja, 3 Sekunden konnte ich Yuki einschenken. Ich weiß aber auch, dass ich gerade so Mitte, Ende des Stints dann Probleme wieder bekommen werde. Aber jetzt sind wir nah dran an Pierre Gasly. So nah war ich das gesamte Rennen nicht mehr dran als jetzt. Jetzt im Windschatten. Reicht das, um Gasly anzugreifen? Nein. Reicht noch nicht. Doch,
Doch, es reicht. Wir können hier mit einem Überraschungsmove in Turn 1 reingehen. Es gibt keine Berührung. Er hat zwar die Lenkung leicht aufgemacht, aber ja, wenn er da nicht irgendwie draufbleiben will, dann übernehme ich gerne. Dann übernehme ich hier gerne den zweiten Platz. Da geht es weit um die Strecke und ich glaube hier gleich wieder. Ja, ich wittere Siegesluft, weil auch Lando Norris jetzt mit 1,7 Sekunden nicht weit weg ist. Aber ja, hätte, wäre, wenn. Wir sind wieder mit einer Sekunde Rückstand hier vor Pierre Gasly und es geht wieder gar nichts. Die Reifen sind erneut tot und ich muss mich hier erneut bis zur Ziellinie quälen. Es hätte so toll werden können, aber dann hätte ich wahrscheinlich 3 weiße Reifen gebraucht, gefühlt im Rennen. Ja, ich war bis auf 1,5 Sekunden an Norris dran, aber jetzt wieder muss ich da wieder gegen McLaren, wieder gegen Gasly kämpfen. Vermutlich geht das dann wieder so ins Hin und Her, dass wir dann auch wieder gegen Russell und vielleicht sogar noch gegen Tsunoda kämpfen müssen. Ach Mann, das ist wirklich sehr, sehr mühsam, wenn du eigentlich ein tolles Auto hast mit einer tollen Pace und dann aber jedes Mal an diesen beschissenen Reifen scheiterst. Ich weiß eigentlich schon, ich fühle schon, wie es Haas geht, weil die tun mir da genauso unter diesen Punkt leid. Ja, 6 Zehntel wird das reichen, um am Startziel noch einmal vorne zu bleiben. Ich bezweifle es. Es könnte reichen und ja, da gibt es zu Recht die Verwarnung. Es ist eine schwierige Phase aktuell im Rennen. Ich weiß nicht genau, wo wir landen werden. Ich weiß nicht genau, ob meine Pace wirklich das Maximum ist, aber auch, dass Pierre Gasly uns hier ordentlich angreifen kann. 12. Runde, das war dann der Move gegen Pierre Gasly aus der letzten Kurve. Ross hier ganz nah an die Linie drangekommen, aber nicht drüber. Im Windschatten saugen wir uns hier dran. Die ist auch unfair. Diese 1 Kilometer lange Geraden, da gehst du wirklich spät rein in die Kurve, bremst noch viel später und übernimmst dann, okay, er hat nicht mal die Lenkung aufgemacht, also das war wirklich einfach ein Top-Manöver und übernimmst dann die Kurve. 20. Runde, wir sind mit 6 Zehntel Vorsprung hier, ja, konnte ich mich irgendwie retten, Gasly hat da nicht mehr stark die Pace aufgebaut und ich habe auch irgendwie immer wieder geschafft, gegen Norris da gleich zu ziehen. Und was macht Norris hier? Er wird langsamer, Leute. Das war jetzt noch einmal richtig komisch. Habt ihr das gesehen? Norris ist schon vor der Jacket Flag langsamer geworden. Der war doch auf unter einer Sekunde, oder? Der Vorsprung. Also, wow. Der wollte uns, glaube ich, den Sieg schenken. Also ich hätte geglaubt, der hat vielleicht gedacht, dass die Jacket Flag weiter hinten war. Das war wirklich sehr random, Leute. Das war sehr random. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Ich denke, die Konstanz war heute der Schlüssel zum Erfolg. Schnell sein ist eine gute Sache, aber du musst eben Runde für Runde für Runde schnell sein. Wenn du das schaffst, kannst du von den Fehlern anderer Fahrer profitieren, falls du selber keine machst und so weit nach vorne ins Feld fahren. Und die Fahrer begeben sich nun für die Siegerehrung zum Podest. Ein echter Teamsieg heute. Ein großartiges Beispiel für eine rundum gelungene Umsetzung. Glückwunsch an das Team von Mercedes, den heutigen Sieger des Rennens. Und hier haben wir nun das Endergebnis. Ja, mein Rivale hat ordentlich abgebissen und wir konnten die Rivalität jetzt für uns entscheiden. Katar, also ein sehr gutes Pflaster. 2. Platz, muss ich auch sagen, ist gut, aber die Mercedes natürlich wieder sehr stark. Und auch im All-Ranking glaube ich, dass Mercedes da tatsächlich wieder Punkte in der Konstrukteurs-WM gut gemacht haben und wir waren auch nach dem letzten Rennen um die knapp 60 Punkte, nur noch Vorsprung. Und wenn die da so weitermachen, könnte das mit der Konstrukteurs-WM tatsächlich ganz, ganz knapp werden. Also das wird wirklich sehr, 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 sehr knapp. Jetzt auch mal hier 53 Millionen. Ja, ich kann mir auch kaum mehr was kaufen.
Ja, das Beste, das mir, oder das ja teuerste, was ich mir bis jetzt gekauft habe, war Verstappen. Und der überzeugt aktuell auch nicht mit seiner Verfassung. Oder ja, es geht nach Texas. Das nächste Sprintrennen steht an und wir brauchen neue Sponsoren, denn es sind gleich alle drei Verträge abgelaufen. Das ist natürlich, ja, blöd, wenn das passiert, dass wirklich alle drei am gleichen Tag ablaufen. Aber wenn ich mir da immer die gleichen nehme, ist natürlich auch klar, dass die dann auch immer wieder am gleichen Tag ab. Ja, auch der wieder 76, 76 und 49. Der wird ein bisschen früher aus sein. Für heute war es das aber mal. Danke, dass ihr bis zum Schluss dran wart. Schaut gerne auf jetzt-tobi auf TikTok vorbei. Das ist unsere Bilanz bis jetzt. Es sieht ziemlich gut aus, aber abonniert auch gern kostenlos, dass ihr kein Video mehr verpasst. Schaut auch unbedingt gerne auf TikTok vorbei. Links mal alle unten in der Bio. Und falls euch mein Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Bis zum nächsten Mal. Es kommt am Wochenende viel zum Thema Formel 1 Bahrain. Also bis dahin, danke fürs Zugucken und auch da auf TikTok. Und ciao.